Oh mein Gott, die Frau Thunberg, die Credor, ist in Amerika angekommen. Die ist ja rüber gesegelt mit diesem Boot. A race we must win. Ein Rennen, das wir gewinnen müssen. Und was macht die Satirezeitung zusammen gegen Intolerant daraus? Eine Rasse. Wir müssen gewinnen. Ich wiederhole, es ist eine Satirezeitung. Woher ich das so genau weiß? Naja, die posten halt auch so Sachen wie: Diese Busse haben die Farbe der Reichsflagge. Schwarz, weiß, rot. Und das amtliche Kennzeichen, haha. Ob die Satire an dieser Stelle jetzt gelungen ist oder nicht, lässt sich drüber streiten. Viel lustiger als das Bild an sich und die Kommentare, die sich darüber lustig machen, finde ich die Kommentare, die das wirklich ernst nehmen. Schauen wir doch mal rein. Das Problem an so einem Scherz ist nur, dass so viele kleinhirnige Wutbürger das voll ernst nehmen. Oh ja, das stimmt auf jeden Fall. Glaubt ihr mir nicht? Seht ihr jetzt. Ihr solltet euch an eurer eigenen Nase anfassen. Ihr mit eurer Art und Weise seid genauso intolerant und rassistisch und ihr merkt es nicht einmal. Race ist ein Rennen, ein Wettbewerb, nicht eine Rasse. Auch eure Abkürzung POC ist ebenso rassistisch, elitär und intolerant. Unglaublich. Wird das Problem weniger oder die Sache besser, nur weil ein wenig Hellhäutiger mitfährt? Und was stimmt jetzt nicht mit den Zöpfen? Oh mein Gott, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Überhaupt betreibt diese Seite hier scheinbar mehr Hetze und Propaganda als die AfD. Oh Gott, also mit oh mein Gott, keine Frage, du hast recht, aber Anfang klein geschrieben, Seit mit T und genau drei Wörter sind groß geschrieben am Anfang, der Rest klein. Tut mir leid, aber das ist Argumentation à la Gauland. Ich hoffe wirklich, dass das nur ein Witz war. À la Gauland. Also es gibt nur einen entscheidenden Unterschied. Die ZGI meint das satirisch, nicht ernst. Gauland? Na, haben Sie ein Glück, dass Dummheit nicht wehtut. Na, haben Sie ein Glück, dass man nicht bestraft werden muss, wenn man Satire nicht versteht. Auch wenn man es an dieser Stelle eigentlich sollte, wenn man sich 2 Sekunden mit der ZGI beschäftigt. Krete hat ja auch Zöpfe. Laut Amadei-Antonio-Stiftung ist das doch schon ein Verdacht für Rechtsextremismus in der Familie. Ich habe mal nur kurz nachgeguckt und diese Stiftung gibt's wirklich. Allerdings wurde hier was falsch verstanden. In einem Kindergarten wurde getestet, welche Kinder öfter mit Zöpfen kommen, und diese Familien wurden dann befragt, welche Familie am ehesten zu einer rechtsextremen Einstellung gehören. Nicht, dass sie wirklich rechtsextrem sind. Da war ja mal wieder einer Harry on the Wire. Hab wohl einen Englischkurs bei Günther Oettinger oder Lothar Matthäus besucht. Ich wusste auch nicht, wer Günther Oettinger oder Lothar Matthäus ist. Ich habe dann kurz gegoogelt und dann musste ich lachen. Falls ihr es nicht wisst, hier ist ein kleiner Clip. We have a saying in Germany, 50% of business is psychology. On the one hand. Kommt ungefähr hin, ja. Anscheinend sind die heutigen Deutschen tatsächlich stolz, die US-Amerikaner in puncto Blödheit überholt zu haben. Ginge es um ein Pferderennen, wüsste jeder, was gemeint ist. Auch so sollte jeder wissen, was das ist. Das ist offensichtlich Satire und nicht ernst gemeint. Nur weil du die nicht checkst, heißt das nicht, dass das keine ist. Und die Amerikaner sind in puncto Blödheit immer noch vorne. Ihr dachtet, das wär's schon jetzt? Nee, nee, nee. Ich hab noch was. Letztens ging auf Instagram wieder ein Bild rum, in dem so viel steht wie: Hiermit sage ich aus, dass Instagram meine Daten nicht nutzen darf. Sowas Ähnliches gab's schon mal auf Facebook. Also erstens, Instagram benutzt eure Daten nicht. Also nicht offiziell. Und zweitens habt ihr dem allen schon zugestimmt, als ihr euch angemeldet habt. Das Ganze nennt sich allgemeine Geschäftsbedingungen. Ihr habt das natürlich gelesen und habt dann freudig zugestimmt. Wie dumm muss man eigentlich sein? Das Bild ist nichts aussagen. Falls ihr noch mehr dumme Fails habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Vielleicht benutze ich sie mal wieder und ciao.